Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crayzone Warfare. Ich bin zurück, bin vom Server gerade schon nochmal rausgeflogen. Wir gehen wieder als PvE-ler rein. Mittlerweile, wir sehen ganz nett aus, muss ich sagen. Haben schon einige Quests jetzt hinter uns, starten jetzt mal wieder auf einen neuen Server. Mal gucken, wie es jetzt dann dementsprechend läuft. Für uns bis jetzt läuft es ja sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir stellen uns auch nicht ganz doof an. Ich habe schon mal grob reingeguckt, wo wir bei der Quest hin müssen. Und ja, gucken jetzt einfach mal, wo wir was dementsprechend finden werden. Zwei Quests, die wir momentan offen haben. Einmal so Bleis ablegen. Und was war das andere? Auch nur irgendwas finden. Irgendwas finden. Ich habe mir das schon mal grob angeguckt, wo wir ungefähr hin müssen. Ich weiß es nicht genau, aber ungefähr. Irgendwo bei verschiedenen Bauernhöfen. Die müssten irgendwo hier sein. Das hier vielleicht. Das hier vielleicht. Irgendwo da müssen diese Bauernhöfe sein. Das hier. Irgendwo außerhalb auf jeden Fall sind die. In jeder Himmelsrichtung praktisch einmal. Wir haben jetzt einmal in der East, South, West und West. Im Osten, Südwesten und Westen. Im Osten, also wahrscheinlich hier. Im Südwesten. Könnte hier tatsächlich sein. Oder hier. Wo die gerade rumhammeln. Hier vielleicht. Und im, im Westen. Das heißt hier Osten, Süden, Westen, Norden. Ist klar, oder? Vielleicht hier irgendwo oder da. Wer weiß es nicht. Da auf jeden Fall müssen wir die Dinger ablegen. Das würde ich jetzt mal zuerst mal, weil uns die Dinger das Inventar zumüllen. Dann sollen wir Intel from the Hideout and report back to Handshake. Sollen wir Southwest Part of Town. Southeast Part. Southwest, Southeast Part. Sollen wir Rattennester finden? Das sind so speziellere Gebäude. Ich glaube, eines, das sind wir schon mal vorbeigerannt. Das eine wusste ich sogar, wie es aussah. War das die eine nicht hier irgendwo? Ich glaube, irgendwo am Rand war das. Das sind wir schon mal vorbeigelaufen sogar. Ich würde jetzt mal die LZ3 auf jeden Fall nehmen. Vom Charakter selber, wir sind jetzt ganz normal wieder ausgerüstet, so wie wir die ganze Zeit ausgerüstet waren. Hatte ja ganz gut funktioniert tatsächlich. Wir sind jetzt nicht mehr irgendwie gehört und so weiter. Ich bin einfach vom Server runter und wieder hin. Weil wir hatten tatsächlich das Problem, dass ich dauerhaft Probleme hatte. Was vielleicht daran liegen kann, dass wir uns das Trommelfell ruiniert haben. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich nochmal Gehörschutz mitnehmen, beziehungsweise Razer mitnehmen. Wir sind bei 6 und... Oh, das Geld wird richtig angezeigt. Das hat man vor... In der letzten Folge waren es 29.000 und jetzt 36.000. Wir sind bei 36.000 Dollar. Das wird einen Moment auf jeden Fall reichen, glaube ich. So, wir holen uns mal ein Heli rein. Wie gesagt, wir sind nach wie vor auf dem PvE im Moment unterwegs. Holen uns mal ein Heli und gucken mal in die Stadt. Schön ist, normal ist es irgendwas halbe, dreiviertel Stunde pro Folge in dem Dreh und wir machen ein, zwei Quests fertig. Es läuft ganz gut für uns im Moment. Es läuft ganz gut. Automatic Single Fire. 30 Schuss sind hier drin. So, der ist gleich da. Also ich würde jetzt mal erst nach da drüben gucken wollen. Da könnte auch einer sein. Das könnte einer sein. Oder hier oben, vielleicht auch das hier. Ich weiß es nicht genau. Wir werden ein bisschen suchen müssen. Es sind auf jeden Fall Bauernhöfe und wir müssen das Ganze auf einen Korb legen. Woher weiß der gute Mann, dass der gute Mann hat ein bisschen nachgegoogelt auch. Aber jetzt tatsächlich auch nur am Anfang, wenn wir dann später ein bisschen weiterkommen. Ich habe mir auch die Quest durchgelesen, aber ganz klar ist es leider nicht. Ich hätte das Spiel gerne tatsächlich zulässig. Mir ist tatsächlich, der ganze Rest kann alles Englisch bleiben von mir aus. Auch die Beschreibung und so weiter ist jetzt nicht das große Problem. Aber gerade die Questtexte, die tatsächlich eigentlich ganz gut geschrieben sind. Mein Englisch ist jetzt nicht das allerbeste von der Welt, aber ich krieg's zumindest so grob hin. Es ist schon sehr viel Text. Ich hätte das gerne auf Deutsch. Wäre cool. Aber sie arbeiten dran und ja, Status in Progress. Auch das Game nach wie vor. Und dafür, ich spiele es jetzt seit 4-5 Stunden. Läuft sehr, sehr gut, das Ganze. Läuft wirklich sehr, sehr gut. Also beschweren kann ich mich nicht. So, das hier sind beispielsweise nämlich schon die Bauernhöfe. Auch. Nee, das ist kein Bauernhof gewesen. Aber hier müssen wir eigentlich an einen vorbeikommen. Das da könnte ein Bauernhof sein. Das hier vor uns. Das ist kein Bauernhof, das ist eine Straßensperre. Aber ja. Aber jetzt gucken wir erstmal dann hier. Ich habe die Vermutung erzählt, wir gucken mal nach da hinten, wenn da nichts ist, werden wir ein paar NPCs zumindest finden, ein bisschen Kohle mitnehmen und so weiter, aber die meiste Kohle machen wir halt einfach über die Quest, vor allem auch Fortschritt, Levelfortschritt, wir sind immerhin schon Level 4, ist auch okay. Move out!
So, raus hier und dann gucken wir mal. Kann sogar sein, dass wir schon mal bei einem vorbeigelaufen sind irgendwann, aber großartig jetzt daran erinnern kann ich mich tatsächlich nicht. Ich glaube, spannend wird es erst in den späteren Gebieten, wo die Gegner natürlich besser ausgerüstet sind. Hier sind sie jetzt noch nicht so mega ausgerüstet. Oh, ist ganz schön weit. Natürlich sind sie dann schwerer zu killen. Sie töten uns schneller. Aber tatsächlich, wenn die uns niederknüppeln wollen, sind die durchaus in der Lage dazu, uns niederzuknüppeln. Da ist schon mal ein Bauernhof. Das könnte ein Bauernhof sein. Hätte, könnte, sollte. Ja, okay, das geht wieder nicht. Oh Gott. Naja, ich hab's verstanden. Hier den Hammer. Wenn du den nicht in den Kopf schießt, tanken die echt unglaublich viel. Okay, erst sichern, bevor wir irgendwas looten. Sagt nämlich keiner, dass das nur zwei sein müssen. Genau, das war das hier, aber ist hier... Ah ne, das ist nur Wasser. Ne, hier sind wir schon mal falsch. Das ist zumindest schon mal nicht der Bauernhof. So, er hat eine AKM für uns. Das, ich finde es immer sehr nett. Oh, Tofu. Das ist mein erstes Mal Tofu, das ich loote, glaube ich. Ich finde es immer sehr, sehr nett, dass so Gegner uns auch immer Waffen liefern. Und uns mitbringen. Das ist schon ordentlich nett von denen. Ja, jetzt kann ich die Waffe nicht mitnehmen, weil ich keine drei Plätze nebeneinander habe. Was mega bekloppt ist. Ich hätte die gerne mitgenommen. Was hast du vor gehabt, mein Freund? Was hat er denn vorgehabt? So, das da könnte ein Bauernhof sein. Meine Karte geht ab und zu nicht auf. Oder das da hinten? Vielleicht auch das vor uns hier. Vor uns ist ein kleines Gebäude. Hier rechts von uns ist ein etwas größeres Gebäude. Ganz ehrlich, das hier sieht mehr nach Bauernhof aus. Das andere sieht mehr nach Stein aus. Aber wir sollten auf jeden Fall nach wie vor vorsichtig sein, weil hier werden wir... Das ist doch ein Bauernhof, oder? Ist das eine Straße? Was ist denn das dies für eine Abzäunung? Könnte ein Bauernhof sein. Okay, die beiden Hammer. Yo, da haben wir den ersten. Erstes komplett, erstes Paket geliefert, einwandfrei. Das war der erste Bauernhof, den wir brauchten. Sehr, sehr gut. Leider nichts zum Looten da. Drei Dudes allerdings wieder. Also sie stehen auch durchaus aufs Gebäude. Das Ding können wir schon mal usen. Gut, den ersten haben wir. Haben dadurch natürlich wieder Platz bekommen, was ganz nett ist. Dann haben wir den ersten Bauernhof, dann brauchen wir den nächsten. Und zwar südwestlich und westlich. Südwestlich und westlich. Südwestlich. Also südwestlich könnte das hier sein. Und dann westlich wäre hier. Die Rat's Nest müssen wir selber mal gucken, wo die sind. AKM haben wir jetzt hier noch rumliegen. Noch mehr Painkiller. AKM weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Können wir zumindest gerade nichts mit anfangen. Der hat noch mehr AKM. Der hat nochmal Tofu dabei. Energie können wir nehmen. Die Brille. Ja, die Brille können wir mitnehmen. Die war, glaube ich, so 20, 30 Dollar immerhin wert. Du machst tatsächlich relativ wenig Geld. Wobei es auch überschaubar ist.
Schießt es aber nicht auf mich, oder? Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die ist ein bisschen was wert. Die kleinen Waffen mag ich eigentlich sehr. Weil die tatsächlich gut, gut Stuff bringen. Oder gut Kohle bringen. Okay. Na, dann einmal quer übers Feld. Die Wege sind recht weit, die wir haben. Deswegen gibt es auch den Helikopter. Gut, haben wir jetzt hier nicht. Aber ja. War nicht auch irgendwie L-Waffen inspizieren oder so ein Blödsinn? Was, wie ist das eigentlich? Wir haben jetzt alle Plätze belegt. Wenn wir jetzt das Magazin wechseln, droppen wir das, oder? Oder geht das? Nee, es geht tatsächlich. Ohne, dass wir es gedroppt haben. Sehr schön. Okay, vor uns ist die Tankstelle. Das müsste irgendwo dann wahrscheinlich hinter der Tanke sein. Die Wege sind, wie gesagt, sehr, sehr weit. Aber irgendwo da. Hinten. Das da wahrscheinlich. Könnte es sein. Das ist die Frage, ob die Gebäude alle gleich sind. Ob es auch so ein hohes Gebäude ist, was auf Stelzchen steht praktisch. Oder nicht. Wäre interessant zu wissen. Aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall sind es Bauernhöfe. Weil war hier hinten nicht auch einer? Hier bin ich das letzte Mal nicht hochgekommen. Bin ich beinahe verzweifelt. Ne, hier ist die LZ. Nope. Je mehr wir von den Paketen ablegen, umso besser, weil wir die Dinger tatsächlich kaufen müssen, halt für relativ teuer Kohle. Deswegen umso besser, je mehr wir wegkriegen. Ich hätte gerne mal eine Range-Waffe. Boah, könnte sein. Da sieht zumindest nach einem Art Bauernhof aus. Da steht hier ein Traktor rum. Okay, hier liegt nur ein Toter. Aber wenn das kein Bauernhof ist, weiß ich auch nicht, oder? Ist das ein... Ist das einer von mir? Nee. Wieso steht da ein Busch? Alter, erschrick mich nicht so. Wir haben ihn, oder? Können wir durch Fenster... Wir können nicht durch Fenster springen? Das finde ich wiederum fraglich. Das ist doch ein Bauernhof. Das ist kein Bauernhof? Okay. Ah, das ist eine Deko-Leiche, oder was? Was mit dem Busch-Heini? Was bist du für einer? Und wieso stehst du im Busch? Okay, das war auf jeden Fall der falsche Bauernhof. Alter, was machen die da drüben? Südwestlich. Gut, könnte theoretisch auch da sein. Ich meine, es ist der Süden. Aber das sieht alles nie nach Bauernhof aus. Da vorne steht noch einer von unseren Dudes. Südwestlich. Das große Suchen beginnt. Okay, unser Charakter kann schwimmen, Gott sei Dank. Das ist halt... Das ist ein Unterstand, das ist kein Bauernhof. Ich glaube, das Südwestliche wird ein Problem.
keine Ahnung, wo südwestlich sein soll. Ich glaube, die suchen das auch gerade. Guck mal auf der anderen Seite. Da ist auf jeden Fall noch ein Bauernhof, aber ich glaube, das ist dann der westliche. Der da. Oder es ist der südwestliche und wir haben Glück. Kann auch sein. Wir werden es rausfinden. Aber das müsste einer von den Bauernhöfen sein. Wir gucken mal, was wir finden. Wenn es der westliche ist, wissen wir zumindest, okay, wir müssen weit nach unten. Wenn es der südwestliche ist, auch okay. Und dann müssen wir noch in die Stadt rein für die Rat's Nest. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist kein Bauernhof. Oder? Bin der Meinung, wir sind am einen schon vorbeigekommen. Nope. Nope, nope, nope. Kein Bauernhof. Schade. Dann im Grunde geradeaus. Guck mal, ob das einer ist. Erschreck mich nicht so. Okay, der ist dead. Einer weniger. Ganz ehrlich, für mich sieht das alles nach Bauernhof aus, aber mich darfst du da anscheinend nicht fragen. So ein 1er Bauernhof. Moinsen. Für mich wäre das ein 1er Bauernhof. Ist es aber anscheinend nicht. Das ist der einzige Dude, der rumsteht. Ja, kein Platz mehr. Vor uns. Ne, das ist nur dieses kleine Gebäude. Da hinten ist nur einer. Die Quest ist auf jeden Fall nicht easy. Guck mal, ob wir in der Richtung was finden. Ich bin der Meinung, ich bin irgendwo. Das könnte einer sein. Es ist auf jeden Fall außerhalb der Stadt. Das ist das Gebäude da hinten allerdings. Ist es so weit weg? Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Da ist noch was. Das könnte es vielleicht höchstens sein. Na, gucken wir. Wir werden es finden. Auf jeden Fall ist das hier nicht mehr südwestlich. Also, lass mich auch viel festlegen, aber südwestlich ist das nicht mehr. So, essen, trinken. Okay, fliegender Gegner. Warum nicht? Kann man machen. Light Bleeding. Immer nur Light Bleeding. Ich habe den weder gesehen und der Gegner konnte fliegen. Das ist ein bisschen sehr seltsam, aber okay. Wir haben keinerlei Ausdauer mehr im Moment. Hier ist halt nichts. Wir müssen uns gleich richtig gut verarzten. Ja, schieß halt weiter auf mich. Ist klar. Use. In Pain. Sehe ich zumindest hinterm Busch. Alter. Vor allem der konnte fliegen, der Dude, und hat 50 Kugeln getankt. Das ist nach wie vor ein großes Problem. Okay. Hört.
Okay, wir sind erstmal Grund wiederhergestellt. Blutverlust ging sogar, war Gott sei Dank nur Light Bleeding. Sind wir jetzt hinterher gerannt die ganze Zeit? Der hat aber ordentlich nachgeballert. Alter Verwalter, auf eine riesen Distanz auch. Da steht er, oder? Wobei, nee, ist er nicht. Oder doch, ist er. Doch, ist er. Bewegt sich. Treffe ich den Dude von hier? Ist die Frage, ob ich da überhaupt hin muss. Das ist wiederum die Frage, weil eigentlich ist das viel zu weit, das ist westlich. Farm Southwest und Westpart. Gut, Westpart bin ich gerade. Ja, wir gucken mal das Haus da hinten an. Das heißt, wir müssen ihn leider wegschießen. Ja, geil, der fliegt auch. Der kann... Wieso können die fliegen? Du treffst ihn übrigens niemals. Also, er mich auch nicht, aber... Yes, wir haben ihn. Alter, das sind halt Kugelschwämme. Wir haben ihn. Aber an welcher Entfernung die auf uns schießen, ist ja der Wahnsinn. Und fliegen können sie auch. Marvel Superhelden, göttlich. Da ist der eine Dude. Da ist der andere Dude. Wieso könnt ihr fliegen? Ist das normal? Oh, da haben wir eine Granate dabei. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, während ich einen Müsli-Riegel esse. Auch eine Granate immerhin. Gar nicht schlecht. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Hier zwei Dudes. Und hier ist unser Flugopfer. Hab einen Tourniquet dabei. Würde ich sogar eher den hier nehmen. Wie das. Das hier können wir auch rausschmeißen. Den Tofu können wir auch droppen. Nehmen eher die Knifte noch mit. Wir werden natürlich auch schwer, was natürlich auch ein Problem darstellt. Wir haben die Brücke bewacht. So, ist das da ein Gebäude, was wir brauchen, oder ist es keins? Das ist jetzt die Frage. Du bist echt viel mit Suchen beschäftigt. Was okay ist tatsächlich. Das ist auf jeden Fall eine Farm, weil die haben Tabakfelder oder sowas. Ich sehe keine Füße, also keine Bewegung. Joa, ist eine Farm, aber ist die falsche. Wir brauchen diese komischen Rattan-Möbel-Gedönse, wo wir es draufstellen. Das ist auch falsch. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Eins haben wir abgeben können. Der Rest ist sehr fraglich. Das könnte so ein Redsness tatsächlich sein vor uns. Vor uns was? Ne. Wir gucken mal.
Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, es sind auch die Painkiller. Die Menüführung ist noch ein bisschen seltsam. Aber wir haben genug Painkiller einstecken. Aber wo wir die restlichen Pakete abgeben müssen? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde eher mal gucken, dass wir irgendwann tatsächlich wieder nach Hause kommen. Den Loot wegbringen, den wir haben. Und neu reingehen dann notfalls. Was ist ein Traktor schon wieder? Aber du bist definitiv kein Bauernhof, oder? Da liegt ein Toter rum. Das ist kein Rat's Nest. Die Gebäude müssen übrigens mit einem Graffiti, glaube ich, gekennzeichnet sein. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Gut, ich würde auch trotzdem sagen, wir bleiben jetzt mal hier. Gehen da dementsprechend entlang. Gucken mal, was wir noch so finden an Gegner. Ja, gucken mal. Aber ja, eins konnten wir abgeben. Immerhin. Bestimmt auch eine Quest. Könnte ich mir vorstellen. Schade ist, dass du die ganzen Kisten nicht looten kannst. Das ist aber schon nördlich. Also da ist nichts mehr mit abgeben. Wäre zumindest sehr strange, wenn das hier wäre. Könnte theoretisch sowas sein. So ein Rat's Nest. Das Rattennest. Sieht nicht nach aus. Hä? Ach, da kommen wir jetzt nicht drüber, oder was? Joa. Dann gehen wir einmal da weiter. Wir haben ja, eigentlich direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der wird wahrscheinlich alles gekillt haben. Das ist der Dude von uns. Ne, hier war das. Ich würde noch mal raus und wieder rein, glaube ich. Damit wir noch mal bei der LZ3 auch rauskommen. Aber hier ist nichts. Also. Das glaube ich ist es nicht. Ja, wir sind im Grunde voll. Ich würde zum Heli auch hier raus. Und dann nochmal rein, LZ3 nochmal. Und da nochmal gucken, wo genau das sein könnte. Das heißt, wir holen uns schnell mal ein Heli rein. Raven, wheels up for Charlie 1. Minute 30. Gehen raus, gehen da nochmal rein. Aber ja, die Frage ist, wo die Rats sind. Gut, danach haben wir jetzt nicht gesucht, aber die Bauernhöfe, pff, schwierig. Schwierig, schwierig. Das erste Mal, dass wir ein bisschen zu kämpfen haben. Wenn wir genau weit reinzoomen, das war einer tatsächlich, den wir hier hatten. An einem Feld ein Häuschen. Haben wir aber nicht wirklich. Das hier haben wir durchsucht. Das sind nur diese kleinen Dinger.
Wo wollen die denn hin? Eigentlich hier irgendwo? Das hier haben wir uns ja angesehen. Das ist schlecht. Glaube ich, dass das jetzt hier mega weit südlich ist. Deswegen abzuwarten. Eins haben wir geschafft. Redner ist aber nicht geschafft. Towards the farm's house west of Kio. Von towards the farm's house west. Südwestlich. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Wir werden es finden. So, aber jetzt haben wir erstmal unser Zeug wieder rausgebracht. Bisschen Munitionsarm sind wir auch geworden. 60 Schuss haben wir auf jeden Fall wieder durchgejagt. Wir haben auch einige NPCs gekillt. Wir haben ein bisschen Loot wieder mitgenommen. Zwei so Bleidinger haben wir halt noch jetzt momentan nur übrig, aber ja. Dann verkaufen wir den Mist noch und können noch einmal reingehen. Aber mal gucken, wo wir es finden, das Ganze. Mal gucken, wo wir es finden. Das Zeug können wir auch verkaufen. Hydration. Ich werde es nochmal probieren auszulocken, nur einzulocken. Bin ich mal gespannt, ob Hydration auch hochgeht, aber ich glaube ja. Vor allem diese, was momentan, was ich nicht wegbekomme zumindest, auch wenn die mich komplett voll gegessen haben und alles, ist dieses, dieses Schmerzen einfach in der Brust, glaube ich. Aber das liegt, glaube ich, dann tatsächlich daran, weil wir so viel gerannt sind. Aber wie lange musst du dich dann ausruhen, ist die Frage. Oder weil es Übergewicht ist. Weil wir tatsächlich recht viel Stuff bei uns haben. Gut, aber wir wollen ja auch was verdienen. Also, Loot muss schon rausgeschleppt werden. Es gibt nicht so viel, was du looten kannst, aber das, was du looten kannst, muss natürlich auch irgendwie verkauft werden. So. Moins. Gut. Apparel, da haben wir nichts weiter freigeschalten, glaube ich. Das würde uns angezeigt werden. Mit Level 5 vielleicht. Da haben wir Ventus. So, jetzt gucken wir mal. Achso, wir müssen erstmal unseren Charakter wieder. Ich finde es doof, dass du tatsächlich das Zeug erst rausziehen musst. Wieder eine AKM. Das können wir mitnehmen. Die Painkiller können da bleiben. Das Ding kann da bleiben. Die werden wir sowieso verkaufen, die Dinger. Die Handgranate können wir eigentlich auch verkaufen. Das Wasser kann hier hin. Die Painkiller. Nochmal ein AK-Magazinchen. Light Bleeding. Eins, so ein Ding kann eigentlich noch weg zusätzlich. Dann können wir das hier reinpacken. Munition. Wir werden langsam mal Munition kaufen müssen wahrscheinlich. 34, 20. Bisschen haben wir noch. 60 Schuss. Viel aber nicht. Das hier kann auch weg. Headset behalten wir auf jeden Fall. Und dann einmal verkaufen. 16 Dollar für das Ding. Handshake gibt uns 62, 120. 14 für eine Granate. Wie gesagt, die Preise sind halt echt nicht Bombe. Das kleine AK-Magazin können wir noch verkaufen. Das Ding hier noch sind 154 Dollar. Ich meine, das summiert sich auch irgendwo dann dementsprechend. Aber jetzt nicht so mega. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Ich logge mich jetzt einmal aus und gucke mal, was passiert, wenn wir uns wieder einloggen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.